Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Rayman Legends. Ach ja, ich hatte gerade ein paar echt fiese, miese Probleme. Ich konnte nämlich, die Steuerung nicht mehr richtig bedienen, weil keine Ahnung warum, mein PC hat plötzlich erkannt, okay, Gamepad gleich Mauszeiger. Ich dann natürlich so hier hin und her und das war doof. Und plötzlich hat sich dann aber auch die Maus mitbewegt. Ich wollte dann aber, noch eine Taste drücken und was war? Funktionierte nicht, weil das dann eben als linke und rechte Maustaste fungiert hat. Das war schon sehr kacke. Musste ich eben wirklich den PC neu starten und ja. Aber gut, wir machen jetzt den Level Schneepflug. Und hoffentlich ohne irgendwelche Zwischenfälle wie diese. So, wollen wir mal sehen. Hier oben ist nichts. Ja, sehr viele Sockendosen. Oder überhaupt Dosen. Die armen Loons natürlich auch noch befreien. Ich frage mich auch, warum fallen eigentlich nur die grünen Eisblöcke runter? Also, ja, Eiswürfel. Eigentlich bekloppt. Bei den Dosen kann ich es ja verstehen. Aber warum nicht die anderen, die normalen Eiswürfel? Naja, wer weiß. So, hier geht's weiter. Okay. Ich wollte das eigentlich gerade lesen, aber naja. Oh. Wollte schon sagen, in die Tiefen der Hölle. Nee, da kann ich nicht mehr hin. Wäre da noch was gewesen, aber ich sehe da nichts weiter. Okay. Dann machen wir halt so weiter. Natürlich nochmal so gucken. Ja, hier, Popcorn. Und der Typi hier heizt alles an. Genau, wenn wir zu dicht vor ihm stehen, dann wird es passieren. Ja, genau, da unten sieht man es. Oh, ich mag die Musik hier in dem Level. Frag mich nicht, warum. Okay, das ist schon fertig. Hier... Ah ja, die Viecher. Halt. Ah, da sehe ich noch was. Gut. Drücke A, um von Wand zu springen. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich habe das Spiel schon durchgespielt hier. Das Eigentliche. Ah, das mit den Pinatas hier finde ich auch ganz süß. Moment, hier unten. Ah, okay, hier unten ein Geheimgang. Von Pfefferstreuer zu Pfefferstreuer anscheinend. Autsch. Au. Nein. Ahmad Lobox. Okay. Machen wir das mal so. Ups. Und ja, habe ich mir mal wieder viel zu viel Stress gemacht mit allem. Ja gut, passiert. Sehr schön. Genau, wir sind ja schon in Mini-Format. Da oben war ich, glaube ich, schon eben. Ja. Hey, das kleine Viech da. So cool mit der Pinata. So, und zack. Ja, das hier ist auch fies. Nein. Wenn man da jetzt nämlich nicht rechtzeitig hier hinkommt, kann man das nicht mehr machen. So. Eieiei. Ist hier unten noch was? Außer der Tod. Aber ich glaube, nein. So. Dort noch mehr Popcorn. Und hier Mais. Und da sieht man, ja, das ist wirklich Popcorn. Habe ich voll vorweggenommen. So, Chilis. Nochmal die Pinata kaputt hauen. Und noch mehr Popcorn machen. Achso, ich brauche da einfach nur dran springen. Moment, hier. Nee, nein, nicht da. Bitte nicht rein. Huch. Ah. Oh, ich komme da auch nicht rauf. Was soll das? Los. So, gerade so. Ja, hier. Und zack, weg mit dir.
Ja, hier ist mit der Tuba auch so cool. An sich finde ich meistens so diese Level hier, wo es ums Essen geht, irgendwie cool. Frag mich nicht warum. Okay. Ah, okay, das ist auch schön. Nee, nee, nee. Nein, bitte, die Looms. Gib mir die. Nein. Einer, zwei, drei. Sehr schön. Nee, da unten möchte ich bitte Dankeschön nicht hin. Weg mit dir. Nee. Okay, da oben ist doch nichts. Aua, au. Ich habe sie noch gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, wann die jetzt angreifen. So, hops. Von einem zum nächsten und das war doof. Achso, das sind... Oh ja, dann. Nein! Mhm. Ja, komm schon. So. Ja gut. Was soll's. Aber... Genau. Ja, einfach wach's. Ah ja, hier müssen wir jetzt aufpassen, sonst werden wir aufgespießt. Auf Gabeln. Sehr schön. Mhm. Oh, cool. Ich wusste nicht mehr, dass die Gabeln auch die Gegner mit töten, zerstören, was auch immer ich gerade sagen will. Ups. Ach, schade. Nein. So. Sehr schön. Ja, das war doch okay. Hätte schlimmer kommen können. So, mal gucken. Wir haben jetzt da den König auch dazu bekommen. Na, mal hoffen, dass ich dann auch alles soweit finde. Weg mit dir. Nein, ouch. Okay, wie hat mich das nicht erwischt? Auch gut. So, weiter geht's. Oh, die Musik. Ich sag's ja, wenn es etwas gibt, was ich wirklich sehr mag, ist es Musik. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Wahrscheinlich für den Fall, wenn man hier aus Versehen runterspringt. Hier. Moment. Nein, nein. Der Käfig. Na, nein. Autsch. Au. Aua. Unter den Schneidebrettern einfach festgehangen. So, hier. Gut, eben so. Ach, ich mag es manchmal nicht, wenn man mir das so vorschreibt. Wenn das Spiel mir so vorschreibt, du hast jetzt aber da entlang zu gehen. Finde ich manchmal nervig. So, wir haben die 600 Looms fast voll. Und noch ein Käfig. Ja, an sich drei Stück noch, aber wir wissen ja, der letzte ist ja sowieso am ganzen Ende des Levels. Am ganzen Ende des Levels? Auch gut. Ah, okay. Ja gut, das mag ich nur wieder nicht an diesen Leveln hier. Supi! Da unten war hoffentlich nichts. So, hier. Ups. Die kleinen niedlichen Looms. Sehr schön. Da ist soweit nichts im Popcorn versteckt. Ja, Skill. Als ob ich sowas wie Skill hätte. So, da oben links sehe ich doch auch noch was. Richtig. Dann... Nö, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ah, nein. Oh, das ist so knapp. Gut. Das war mir wieder mal ein bisschen zu knapp. Aber naja. So, jetzt noch die Typis hier. Autsch. Ah, ja, verdammt. Ah, okay, ich brauche die nicht selber erlegen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ah, okay, einfach so. Ja, gut. Zack, zack und weg.
Ja gut, den einen da. Und ich schaff's trotzdem nicht. Ah, Mist. Ich bin so doof. So, weißt du was? Weg mit dir. Und ihr zwei. Huscht euch. Ha, geschafft. Sehr gut. Sehr schön. Ach ja, ich frage mich auch, wann ich das Spiel hier denn komplett durch habe. Ich weiß, die letzten Musiklevel, die werden nochmal richtig hart. Aber ansonsten hier die letzten Level, keine Ahnung. Je nachdem, wie doof ich mich anstelle, würde ich schätzen. So lange wird es dann dauern. Ah ja, genau. Haben wir das glückslos? Ah, ein Kuscheltier. Warum war mein Mauszeiger gerade zu sehen? Ah, was soll das? Ein Augenblick. Ich mache das mal so. Wieder aus dem Bild. Ah, gut. Ich wollte gerade noch mal antesten, ob der Mauspfeil jetzt ja, so verschwindet oder nicht. Quatsch. Ob ich den wieder bewege oder nicht. Naja, Polig. Ah, oh, ein süßes Schweinchen. Uns fehlen glaube ich, nur noch zwei Schweinchen. Oh ja, einiges noch an Fröschen. Ja, ich denke mal noch so 8, 9 Folgen vielleicht. Na, wer weiß, wer weiß. Mitnehmen. Na, hier. Stimmt, mit den letzten Looms. Ich meine, wir haben im Grunde das Spiel schon so gut wie durch. Und ja, der letzte Charakter wird bei 1 Million Looms freigeschaltet. Wir können ja mal ganz kurz hier zur Heldengalerie gucken. Hingehen und gucken. Na hier, 130.000, da sind wir schon sehr nah dran. Ja, 1 Million. Ist schon krass. Dahin. Verzeihung. Ah, die Challenges, das mag ich nicht so. Zumindest so, na, das wäre dann wirklich nur was für mich selbst. Für ein Let's Play irgendwie so, kann man höchstens 1, 2 Folgen machen und das war's dann auch. So, wer den Aal hat, hat die Qual, Igitt. Ich habe noch nie Aal gegessen und möchte ich tatsächlich auch gar nicht. Sehr schön. Genau, wir haben schon auf dem Bild eben gesehen, wieder... Da wäre ich fast reingerannt. Wieder ein Level mit der Mücke. Ja, das dürfte dann hoffentlich relativ zügig gehen. Obwohl, muss es ja gar nicht. Hauptsache, ich schaffe es. Ihr Mist. Ah, ich kann sogar noch ein bisschen schneller schießen, wenn ich manuell drücke. Das nutze ich doch am besten. Ey, ich will da durch. Gibt's doch nicht. So. Sehr schön. Viel, viel besser. Mist. Ich erwisch den da unten auch nicht. Jetzt irgendwie habe ich ihn erwischt. Ganz komisch. So. Die nächsten Looms. Sehr schön, das ist schnell erledigt. Oh, 2 Reihen von diesen komischen Tierchen. Ich erkenne die auch gar nicht, was das sein soll. Das geht einfach zu schnell. Looms. Nein, nein, nein. Verdammt. Oh, kommt her. Na, ah, der eine. Ui. Okay. Ah, jetzt wird es etwas schneller, oder? Oder kommt jetzt so eine Art Boss-Gegner? Oh, ich verpatz das natürlich wieder. Nein, nein, nein. Ui, ganz viele. Ganz viele Looms. So, mal sehen. Sterbt. Dankeschön. Und mitnehmen. Ah, Mist. Ah ja, richtig. Rutsch, 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 rutsch. Weg, 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 weg. Oh, haut ab. Ganz schnell durch. Den Käfig mitnehmen.
Ja, so ist gut. Oh, mein Daumen tut weh. Die Eiswürfel. Ich habe die eben gar nicht gesehen, dass die von oben da runterfallen. Oh, richtig. Das hier wird fies. So. In der Mitte bleiben. Schön in der Mitte bleiben. So, überall natürlich Feuerbälle. Na klar. Ah ja, sehr schön. Okay. Eine Chili, die gebadet hat, erstmal umgenietet. Und was jetzt? Hm? Ui. Das klingt groß und bedrohlich. Ah, wieder so einer. Jupp, ich weiß, wie das zu machen ist. Verdammt, das ist doch... Ja. Ach. Einige Sachen, die kann man einfach nicht vergessen. Genau, der hat nämlich diese Leuchten halt an sich. Und wenn ich die eben zerstöre, dann... Ja. Ja, du musst einmal rumkommen, sodass ich unter dich schießen kann. Aua. Genau, diesen lila Buckel da hinten. Der absolut falsch aussieht, meiner Ansicht nach. Na, wo kommst du rum? Wo kommst du rum? Okay. Nein. Oh, hier finde ich es jetzt doof, dass man sich nicht umdrehen kann zum Schießen. Dass man immer nur nach rechts schießt. So. Das sieht so komisch aus. Wie eine Badehaube unter anderem. Und weg bist du. Die ganzen Looms mitnehmen. Sehr schön. Bock, 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 bock. Und geschafft. Sehr schön. Und alle Kleinlinge mitgenommen. Ach ja. Wie schön, wenn Level so reibungslos ablaufen. So, Leckermaulland. Nom nom nom. Gut, dann gleich mal das Glückslos gucken. Oh nein. Obwohl das geht. Muss man halt einfach nur, ja, geschickt sein. Ja, und sowas kann ich nicht. Ich liebe Jump'n'Run-Spiele schon seit eh und je, aber... Ich bin manchmal ein bisschen zu doof dafür. Okay. Ice Angel Sause? Eisangel Sause. Oh, okay. Mache ich einfach jetzt das Levelchen. Levelchen, oh Gott, wie rede ich schon? Diesen Level. So. Yo. Batz, 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 batz. Okay, einfach laufen. Möglichst ohne dabei zu sterben. Ja, ich glaube, die Kiste kann man auch wirklich nur am Schluss irgendwie... Wow, das war sehr knapp. Ah, hier die Limonen, richtig. So, hier. Oh, die süßen Knutschi-Fische. Oh, nein! Ah, verdammt. Schade. Aber bringt trotzdem richtig Spaß. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein richtig garstiger Level. Aber ich glaube, der hier ist sogar ganz okay. So, hops. Ernsthaft? Jetzt fangen meine Nachbarn an zu bohren? Es ist 19 Uhr, verdammt. Ja gut, es ist noch okay, aber... Jetzt für mich mit dem Aufnehmen natürlich dann richtig kacke. Ich meine, wer möchte in seiner Aufnahme schon haben, wie die Nachbarn da irgendwie am Bohren sind oder am Streiten sind? Das hatte ich zum Glück noch nie. Yay, geschafft! Oder überhaupt, wenn die Nachbarn laut sind. Ah, super. Und? Gut, nur 100.
Ich vergesse immer, wie viele Looms ich hier brauche. Sehr schön. Ah. Ach, an einem Tag ist es das Kind, was laut ist und dann, ja, ist es sowas. Aber gut, ich wohne hier in einem Mietshaus, also da muss ich mich mit abfinden. Und wenn sowas denn zu hören ist, tut mir leid. Man kann das auch nicht immer rausschneiden. So, 10.000 Looms. Ah, der Ray Undertaler. Richtig. Wir haben ja jetzt die 30.000. Halt eine Ableitung, Neandertaler. Genau, tief in den Urwäldern der Lichtung der Träume haust dieser coole, etwas haarige Held. Er lebt in einer ganz eigenen Welt und zum Zeitvertreib jagt er Monster für das Abendessen. Wir hatten schon länger keinen neuen Charakter mehr. Ja, sieht interessant aus. So mit diesem Fell. Ja, finde ich schick. Ich würde aber trotzdem dann in der nächsten Folge wieder Globox wahrscheinlich auswählen. Weil ich ihn halt am liebsten mag. Hups. Ja, wir haben jetzt fast die Hälfte. Ah, hier ist ein neuer Level. Ich glaube, hier hatten wir sowieso jetzt den letzten. Weil wir dann hier... Genau, die nächsten. Da sind es auch noch vier. Okay. Ach, ich bin so froh, dass die Steuerung wieder funktioniert. Oh, ich war vorhin so gefrustet, so ungefähr. Nein, wie soll ich das jetzt machen? Aber naja, manchmal hilft einfach tatsächlich ein Neustart. Eins. Ah, nur der eine. Okay. So, okay. Jäger und Sammler. Ach, wieder so ein Mückenlevel. Genau, und jetzt sehen wir auch mal, wie die Mücke eigentlich fungiert. Ja. Erst einmal. Als ob man bis jetzt nicht weiß... wie man schlägt. Zack, weg damit. Genau, normalerweise sieht es so aus, dass die Mücke dann ja, am Schießen ist, am Fliegen ist. Aber das wird jetzt mit Globox, diese Idee. Das ist so großartig. So, ein wenig schneller. Dankeschön. Ich möchte ja schließlich möglichst alle Looms soweit bekommen. Weg mit dir. Mhm. Ganz knapp. Sehr schön. Okay. Noch mehr Looms. Da. Sehr schön. Ah, die letzte habe ich leider nicht bekommen. Die erste. Ja, erste und letzte. Ach so, dieser Wasserdampf. Oh, hier. Ah, sehr schön. Ich habe den eben gar nicht realisiert, weil ich hier am Einsammeln war. So, super. Ungewollt jetzt den Kleinling da auch noch befreit. No, Nachbarn. Ich will wieder zu meinen Eltern ziehen, da ist es ruhiger. So. Ah, das ist aber auch sehr schön hier mit dem Schwarz-Weiß-Level jetzt. Ja, hier. Und da die Looms ja so Licht von sich geben, ist klar, dass man die dann sieht. Das finde ich ist echt eine schöne Idee. Nö, durch. Okay, das war doof. Ich dachte, ich würde da jetzt nicht mehr durchkommen, deswegen habe ich ein wenig gepanickt. Panik geschoben. Ja, super. Hier. Die Musik ist aber auch echt super. Ich sag's ja, es gibt kaum Spiele, wo die Musik so richtig, richtig super ist. Zumindest habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Aufpassen. Na, das war jetzt doof, aber egal. Autsch, autsch. Da bin ich zu weit hochgeflogen. Leider. Hier. Oh, das ist fies. Durch. Nein, bitte nicht.
Nicht mich pieksen. Ich mag das nicht. Warum fällt mir jetzt eine Geschichte damals aus der Schulzeit ein? Egal. Ja, stimmt. Da hatte mich einer der Jungs hinten so in die Seiten gepiekt. Genau, stand hinter mir, wollte mich damit erschrecken und was ist? Ich reagiere gar nicht. Meinte so Reaktion wie ein toter Fisch. Ich fand das lustig. Na, haben wir's? Ja, sehr schön. Einmal so. Ah, hier durch, okay. Ja. Gut, geschafft. So. Blub, blub, blub. Sehr schön. Und, wie Bauchrutschen. Über den Bauch rutschen. Ich finde das so cool. So, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir noch ein Level schaffen. Bei mir steht jetzt zumindest so 27 Minuten. Ach, und wenn, dann ist es halt wieder etwas länger. Ah, okay, ein neuer Level. Tückischer Tempel. Ist nicht hier. Ah, okay, nur noch ein Level hier. Sehr schön. Oh, lass mich raten, dann gibt es noch Heimgesucht. Würde mich nicht wundern. Obwohl, bei den großen Porträts, ich glaube nicht. Naja. Ah, da ist nichts, hier nicht. Ja, dann machen wir sogar schon das nächste große Porträt. Ozean der Opportunitäten. Ja, ich finde, das ist ein lustiges Wort. Mhm. Sehr schön. Ja, wir versuchen jetzt den hier noch. Flinke Flosse. Ah, Unterwasserlevel. Wie, ich finde das so schön. Ja! Oh, Fischis! Oh, und ich liebe diese Musik hier. Und schon ein Geheimnis. Oh, ich liebe die Musik hier. Ich weiß, ich hätte auch gleich hier rausschwimmen können. So. Oh, richtig, das mit den Quallen hier. Ich finde die Musik hier so toll. So, mal gucken, wie ist denn hier. Okay. Wollte schon sagen, der hört sich fast an wie ich, wenn ich irgendwie morgens gerade aufstehe und dann... Ich konnte es nicht anders ausdrücken, außer... Oh, der arme Schwertfisch. Hast du hier was versteckt? Nö. Oder eher bewacht? Nee, ganz langsam und wieder durch. Nö, Schwertfisch. Autsch, 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 autsch. Ah gut, die Münze habe ich bekommen. Ich dachte, das wären so eine Stacheln wie da oben. Deswegen habe ich die nicht ganz für voll genommen. Ah ja, zack. Ah, sogar ein Versteck in einem Versteck. Das ist schön. Und weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Oh, da links. Ich habe sie eben gesehen. Da sind böse, böse Viecher. Genau diese da. Oh, sehr schön. Ach, ging schneller als gedacht. Aber ich frag mich auch, wie kann er so lange die Luft anhalten? Da ist noch eine. Und noch eine. Und noch mehr. Ja, danke schön. Und... Sehr schön. Oben. Und diese hier. Ah ja, die bewachen den kleinen Link hier. Sehr schön. Ah gut, bisher noch keinen verpasst. Ich dachte nämlich auf dem Weg hierher, dass ich schon einen verpasst hätte vielleicht. Ja, ich denke mal TNT sollte ich nicht anschlagen. So, mal gucken.
So. Ah, da drüben komme ich ja leider nicht dran. Da muss ich denn wirklich hier oben hin. Nein. Jetzt. Sehr schön. Oh nein, der Käfig ist weg. Schade. Waren aber zum Glück nur Looms und... Oh, der Kugelfisch. Oh Gott, ist der süß. Autsch. Ich wollte es versuchen. So. Dann macht es jetzt da unten Bumm. Genau. Dann muss ich da unten ein wenig vorsichtiger sein. So. Und diesmal sogar die Looms bekommen. So. Diesmal langsam. Ach, da oben ist noch ein Kleinling. Oh Gott, den habe ich eben total übersehen. Autsch. Ah, okay. Da hatte ich mir eben selbst ein kleines Eigentor geschossen. So. Nein. Verdammt. Okay. Da muss ich schnell sein. Ach ja, dafür macht man das ja, dass man da mal guckt. Mhm. Ups. Na komm schon. Da. Aber wirklich, den Kleinen da hinter dem Kugelfisch habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Ich möchte das hier erstmal freimachen. Denn hier... Sehr schön. Und fertig. Super. Ah, cool. Den Kugelfisch kann ich auch umnieten. Oh, das war eben knapp. Ach so, in den Flaschen ist meistens gar nichts. Oh, das war doof. Das war doof von mir. Egal, zu spät. Ist hier noch was versteckt? Nee. Kugelfisch? Dankeschön. Dann ist hier sonst nichts weiter. Und hier einmal durch. Oh, ich finde diese Unterwasserwelten in dem Spiel so wunderschön. Oh, die Musik ist auch toll. Hui, hui, hui. Ah, da rechts war ein Kleinling. Ich möchte mal bei diesen Pflanzen einmal gucken, ob es da irgendwie noch mal was gibt. Autsch. Ich wollte eigentlich gerade hier so rum. Aber gut. So, Stachelpflanzen überall. So, ein bisschen langsam. Hier. Jetzt die Frage, wo könnte der König sein? Autsch. Aua. Nicht nett, echt nicht. Super, hier, die. Da sind keine weiteren. Ja, nicht, dass ich den Ölkönig schon übersehen habe. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Vielleicht hier oben nochmal. Langsam. Nee. Oh, ich finde die Musik so schön. Ich weiß, ich sage das momentan viel zu häufig. Aber das gefällt mir so sehr. So, gut. Wo bin ich eben gestorben? Ah ja, das Viech hier oben. Genau da. Was ist das überhaupt für ein Tier? Sehr schön. Oh, gib schon. Nee, umgekehrt. Ah, 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 komm schon, sammel. Ei. Ha, sehr gut. Aber wir haben jetzt gerade mal knappe 500. Dann müsste ja vielleicht noch der König kommen oder war vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ich wollte schon sagen, das hier sieht mir aus wie so ein Stöpsel. Und da ist der König, sehr gut. Okay. Wahrscheinlich wieder ein bisschen vorsichtiger. Sprach's und... Cool. Ich brauchte nichts weitermachen. Das war ja auch mal cool. Sehr schön.
Danke sehr. Ach ja. So. Na komm schon. Ah, das hier habe ich eben fast übersehen. Sehr schön. Oh, das ist auch so entspannt, die Musik. Sehr schön. Mhm. Ah ja, da unten. Kugelfisch. Ist das ja nur diese Reaktionssachen. Das ist das, was einen dann noch so... Hey, genau. Aufschreckt. So, etwas langsamer. Denn ihr vier. Ich glaube, hier ist sonst nichts weiter versteckt. Außer, dass ich jetzt ein paar unschätzbar wertvolle wahrscheinlich Ruinen zerstöre. Schade. Ich wollte gerade eigentlich noch umlenken und dann die Kette richtig aufsammeln. Aber gut, wenn nicht, dann nicht. So, na? Ah, da bin ich zu weit nach oben eben. Passiert. Sehr schön. Kugelfisch. Kugelfisch. Und der nächste. So, na also, geht doch. Mhm. Schade. Na komm, der letzte. Dankeschön. Und jetzt dürften wir auch am Ende sein. Jupp. Schade, fast ein Strike. Ich glaube, das war auch so gedacht. Wer weiß. Aber gut, haben wir noch gut so weit geschafft. Ja, die 8 Minuten, die jetzt drüber sind, das ist absolut okay. Ich möchte es halt nicht immer zu lange haben. Supi. Ja. Mhm. Gut. Oh ja. Fauler Fisch. An den Level kann ich mich, glaube ich, noch gut erinnern. Ah, ein weiteres Kuscheltier. Na also. Aha, Lordos. Mhm. Ein Luftballon, der König. Aha. Sehr schön. Genau, ich würde dann für die nächste Folge auch gleich schon mal zu Globox wieder wechseln. Denn wie gesagt, ich mag Globox halt wirklich am liebsten. So. Nein, 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 nein. Pfui, aus. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht warum, aber die Challenges kann ich überhaupt nicht machen. Naja, ich möchte gerne den roten Globox wieder haben. Weil ich den am ehesten immer sehe. Gut. Dann gehen wir nochmal hier wieder hin. Ja, sonst ist nichts weiter. Sehr schön. Genau, dann machen wir als nächsten Level in der nächsten Folge Fauler Fisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Genau, vielen Dank fürs Zusehen vor allem auch. Genau, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch ganz gerne machen. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Rayman Legends wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!